In Mayotte wird die umstrittene Aktion Guambushu Take Back wieder aufgenommen. Ein Gericht genehmigte den Abriss der Barackensiedlung Talus 2 in Kungu. Fast 70 Familien sind betroffen. Die Ordnungskräfte sollen 1000 Bangas, die Blechhütten in den Slums, zerstören, tausende illegale Einwanderer abschieben und kriminelle Banden verhaften. Etwa 1800 französische Sicherheitskräfte, darunter Hunderte aus Paris, wurden für die Operation Guambushu eingesetzt. Sie soll die Lebensbedingungen und die Sicherheit der Einwohner von Mayotte verbessern. Die Operation Guambushu löste Zusammenstöße zwischen Jugendlichen und den Sicherheitskräften auf der französischen Insel aus und schürte die politischen Spannungen zwischen den Komoren, vor allem im Zusammenhang mit der Rückkehr von Migranten.